Hi Leute, ich bin's Lennart und Thema der Woche ist irgendwas mit Trans an die Öffentlichkeit. Jetzt habe ich gerade wieder einen anderen Tab offen. Genau, mit Trans an die Öffentlichkeit. Ich frage es einfach, ob es jemals einen Punkt gab, wo wir es bereut haben, dass wir mit Trans an die Öffentlichkeit sind. Also wie jetzt in meinem Fall, dass ich hier diesen Channel mit den anderen Jungs habe, dass ich auf meinem Tumblr Sachen poste. Auf meinem, ja. Das war es eigentlich, glaube ich, wo ich so mit Trans in der Öffentlichkeit bin. Also bei Facebook habe ich es komplett rausgehalten, weil ich halt auch nicht will, dass es wirklich jeder weiß. Deswegen habe ich einfach so ein bisschen. Es gibt so seine speziellen Social Medias, da habe ich das ein Thema gemacht. Und dann gibt es welche, da habe ich es nicht. Also Facebook ist es überhaupt nicht. Bei Twitter glaube ich so ein bisschen, aber benutze ich eh kaum. Da stalke ich meistens nur, wenn dann die Leute. Bei Instagram das gleiche, da stalke ich meistens auch nur. Bei Tumblr habe ich natürlich ganz am Anfang, wo die ganze Trans-Sache neu war, wo ich noch auf dem ganzen Weg war, habe ich natürlich Sachen hochgeladen und alles Mögliche. Und inzwischen ist kaum noch eigenes Trans-Zeug von mir, aber ich bin trotzdem noch, gehe ich damit offen mit allem um. Und dann natürlich hier auf diesem YouTube-Channel. Ich hatte ja auch mal einen eigenen angefangen. Da habe ich auch ein paar Trans-Videos gemacht, aber ja, den habe ich zwar noch, aber ich habe die ganzen Videos auf privat gestellt, weil ich da im Sommer komplett von vorne anfangen wollte mit Videos. Genau, jetzt wollte ich vorhin, deswegen hatte ich einen anderen Tab offen, wollte ich nämlich gerade gucken, wann. Ich weiß nämlich nicht mal, wann wir überhaupt den Channel gegründet haben und wann wir unsere ersten Videos hochgeladen haben. Das heißt, mein Kanal. Kanalinfo, steht da irgendwas? Bildeszeit. Beitritt 14.11.2014. 14.11.2014. Da hatte ich schon Hormone. Jetzt musste ich gerade kurz überlegen. Jetzt sehe ich gerade die Beschreibung. Könnten wir auch mal wieder aktualisieren. Das mache ich nachher gleich. Dann Videos. Dann hier. Von alt nach neu. Vor einem Jahr. Vorstellung mit Lennart. Das Video ist vom 22. November 2014. Genau. Das heißt, das war vor 2 Jahren. Jetzt haben wir 2016. Eigentlich vor anderthalb. Und ich habe es seitdem nicht wirklich bereut, damit an die Öffentlichkeit gegangen zu sein. Natürlich gibt es so seine Momente, wo man irgendjemanden trifft oder jemanden kennenlernt und man hofft natürlich, dass die Person das nicht weiß, weil man es halt mal einfach für sich behalten möchte und einfach mal als normaler Mensch zu leben. Das heißt jetzt nicht, dass wir unnormal sind, aber es ist halt trotzdem immer noch ein Thema, weil es dann halt trotzdem immer wieder aufkommt. Die Leute sind neugierig, wollen Sachen wissen, was auch für mich damals der Hauptgrund war, dass ich meinen Tumblr gemacht habe und dass ich mit diesem YouTube-Channel hier angefangen habe, weil ich einfach anderen Leuten helfen wollte und einfach die ganzen Fragen, die aufkommen, beseitigen möchte, so gut wie es geht, weil ich bin damals auch, von Anfang an bin ich in eine Selbsthilfegruppe gegangen und es hat einfach wirklich geholfen. Ich habe Videos geguckt, Selbsthilfegruppe, ich habe dann natürlich auch Freunde gefunden, habe mich mit denen ausgetauscht und alles und ohne die hätte ich das zum Teil gar nicht wirklich so durchziehen können, wie ich es durchgezogen habe. Und ja, also nein, ich habe es nicht bereut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn jetzt irgendwie mein Chef das mitkriegt oder sowas, dass ich da trans bin oder sowas. Also, mir wäre das wurscht. Also, es wissen inzwischen eh viele, weil ich halt einfach auch dadurch, dass ich mit mir selber immer mehr im Reinen bin und immer selbstsicherer und ich wollte gerade noch irgendein Wort sagen, das fällt mir nicht ein. Ja, und dadurch stört es mich auch
immer weniger, wenn andere Leute das wissen, weil ich halt auch inzwischen nicht mehr jeden Tag mit dem Thema konfrontiert werde in Sachen, dass ich mich irgendwo erklären muss oder sonst was. Und deswegen habe ich da jetzt auch kein Problem mehr. Ja, genau das war es eigentlich von mir zu dem Thema. Und ja, also ich glaube, ich hätte es auch ohne die ganzen Social Media Sachen, hätte ich den Weg nicht so gehen können, wie ich ihn gegangen bin. Für mich fand ich, hat das leichter gemacht, weil man einfach auch Support bekommt, auch von Leuten, die man nicht kennt. Und es ist schon was anderes, wenn man von fremden Leuten Support bekommt, als wenn man von der Familie und von Freunden die ganze Zeit gesagt bekommt, oh ja, das ist ja super, wie du das machst und bla bla, weißt du, weil Familie und Freunde, die kennen schon die ganze Zeit, die lügen einen ja eigentlich eh nur an, weißt du, wenn ich mir jetzt da vorstellen würde und würde singen, würde ich sagen, oh geil, ja, kann ich ja voll gut singen, mach hier CD und you can wear my sweatshirt und wird sich wahrscheinlich, Entschuldigung, wird sich wahrscheinlich noch besser anhören. Ich höre auf, der arme kleine Kerl kann noch nichts dafür. Ja, da war es das für diese Woche. Dann drehe ich jetzt noch das Video von letzter Woche. Und dann sollten drei Videos dieses Wochenende von mir online sein. Bis dann. Ciao.